So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Also die Tür stand so offen. Ja, es ist die Tür und so schon so etwas zugewachsen. Das steht länger offen. Also das ist ein ehemaliges, altes, verlassenes Sanatorium. Zumindest steht sowas dran von außen. Aber die Zimmer, die sind schon leer. So. Ja, die Badewanne ist noch da. Aber ansonsten ist nicht mal der Teppich da. Keine Betten, gar nichts mehr. Aber vielleicht entdecken wir doch interessante Sachen. Also ich habe noch nichts angeschaut, beziehungsweise nur da vorne. Und ich habe auch ein Schild entdeckt mit der Aufschrift 1. Stock und Hallenbad. Da bin ich mal gespannt, ob ich das finde und wie das aussieht. Hier stehen noch diverse Sachen. So ganz leer ist es doch wieder nicht. Aber viel ist auch nicht da. Es ist was runtergefallen. Irgendwas ist kaputt gegangen. Das wollte ich nicht. Auf jeden Fall war hier irgendwie so. Ja, der Empfang. Und hier hat man seine Schlüssel bekommen, also die hingen ja da vorne. Und da hat man seinen Zimmerschlüssel bekommen. Hier konnte man telefonieren. Ja, das macht man heutzutage auch nicht mehr, da hat eigentlich jeder ein Smartphone. Und ansonsten, ja, waren auch hier irgendwelche Zimmer. Und hier war so ein Büro. Ja, die Verwaltung war hier. Also früher war das wirklich ein Raum. Heute ist es ein Riesenbüro. Also mit 20 Mitarbeitern, früher haben es 2 oder so gemacht. Ja. Also gut, dann gehe ich mal nach oben. Schau mal, was es da gibt. Was da eigentlich runtergefallen, ich weiß es nicht. Ist irgendwas am Tisch gewesen, denn ich bin hängen geblieben. So ein Glas wahrscheinlich. Ja, sorry, tut mir leid. Aber das war nicht mit Absicht. Da liegen Scherben auf dem Boden. So. Das hört sich gut an. Ich denke, hier sind nur Zimmer. Aber das könnte interessant sein. Ich also, der Chefarzt gewesen. Zumindest steht es drauf. Aber hier ist alles verschimmelt. Ja, Büro vom Chefarzt. Chefarzt. Und hier waren Akten. Ist alles leer. Nur noch die Hüllen sind da. Und hier? Elektrotherapie. Es ist doch noch einiges da. Beziehungsweise Schränke und so.
Hier geht es weiter. Okay. Dann gehen wir hier rein. Also hier sind Sportgeräte, diverse Sportgeräte, Trainingsgeräte und ja, solche so Räume, Gymnastikräume oder sowas ähnliches. Ja, das bin ich, ein Spiegel und hier gibt es auch noch einen großen Spiegel. Ja. Und ich habe das Schwimmbad gefunden, aber es gibt da einen kleinen Haken oder ein kleines Problem in der ganzen Geschichte. Das zeige ich euch gleich. Nämlich, es geht hier raus. Aber ich vermute, es muss da irgendwo einen Zugang geben durchs Haus. Ja, aber die Tür ist hier abgeschlossen. Da gibt es auch noch ein anderes Gebäude. Und da gibt es einen Durchgang. Versuchen wir erstmal durch den Durchgang das andere Gebäude und vielleicht vom anderen Gebäude ins Schwimmbad zu kommen. So. Und zu. Da liegen auch alte Röntgenfotos und auch alte Bilder. Und schau dir mal den Einbauschrank an. Also der wurde extra hier für den Raum angepasst. Schaut euch das an. Also sieht wirklich toll aus. Richtig schön. Richtig toll. Die Schnitzereien und so. Ja, sowas wird heutzutage nicht gebaut. Ich meine, das ganze Zimmer ist hier nach Maß gebaut worden, also extra angefertigt worden. Hier auch, aber hier ist natürlich nicht so toll wie das andere. Also, ja, dafür, dass der Lost Place jetzt so irgendwie frei zugänglich ist und irgendwie unten leergeräumt ist, gibt es hier doch einiges zu entdecken. Also enttäuscht bin ich hier nicht. Also das ist gar nicht so schlecht. Ich meine, die ganzen Bücher, Zeitschriften hier und so. Da gibt es wieder auch was Interessantes, aber das gucke ich jetzt nicht durch. Aber hier, das alleine das hier, das hat sich schon gelohnt. So, jetzt noch ein Stockwerk höher. Das ist auch so ein schöner. Ja, es ist schön und die Farbe ist nicht gerade schön, aber so ein Kachelofen. Ja, hier ist mal nichts. So. Hier hängt Schirm, da Handtaschen, hier ist Putzmittel und hier eine Küche. So, aber auch die Küche ist schon sehr alt. Ja. Und Kalender ist von 87, okay. Also ich denke mal, dieser Bereich, der vom Sanatorium wurde schon wirklich seit den 80ern oder Ende 80ern nicht mehr benutzt. Das würde den Kalender erklären. Ja, schaut euch das an, was es ist. Ja, der restliche Teil wurde ja noch zeitlang benutzt. Ja. Und das war wahrscheinlich ja nicht zugänglich. Aber der Kamin ist ja das eine. Hier hat man auch noch ein Zimmer. Also hier gibt es auch solche
Schränke, die hier ja, eingebaut wurden. Massiv Holz, alles toll. Schaut euch diese Verzierung an, diese Schnitzereien hier an. Die ganzen Engel. Das sieht einfach toll aus, ja. Hier nochmal der Ofen von der Seite. Aber das ist nicht alles. Hier geht es weiter. Das ist eine Schiebetür. Und auch hier, die ganzen Möbel hier wurden für den Raum angepasst. Und das Ganze hier, also die Schiebetür, das Ganze, ja. Und hier ist auch noch so ein Ofen. Der ist richtig schön, finde ich. Und schaut euch das da oben an, also die ganzen Türen. Und hier diese Ecke, diese Sitzecke. Ja. Dann diese Uhr, die ist leider defekt. Hier liegen die Gewichte. Und ja, auch das hier, das ist einfach richtige tolle Kunst. Also das gefällt mir total. Das ist richtige Handarbeit. Auch hier die ganzen Türen und Treppen, das Ganze, die Säulen, alles. Das ist einfach nur mega toll. Also das ist einfach richtige Handarbeit gewesen noch. Das hat jemand richtig alles rausgeschnitzt und so von Hand. Also das ist richtig alt hier. Wir vermuten, dass dieses Gebäude schon vor dem Zweiten Weltkrieg stand. Das ist ein sehr altes Sanatorium. Das wurde erweitert durch einen Neubau, wenn wir reingegangen sind. Gucken wir noch, was hier oben gibt. Was haben wir hier? Also Privogel Benur, so eine alte Ausgabe. Also richtig viele Bücher liegen hier rum. Was halt interessant ist, ich filme mir das jetzt nicht, also ganz groß. Aber hier der Koffer mit dem Lufthansa-Aufkleber, also man sieht ja schon, das ist sehr alt. Der hat eine dreistellige Postleitzahl noch, also die Adresse, die da dran klebt. Also könnt ihr schon googeln, wann vierstellig eingeführt wurde, mittlerweile noch fünfstellig. Also richtig alte Sachen liegen hier rum. Richtig alte Sachen. Und alte Bücher. Erstausgabe, also keine Ahnung, also wirklich wie auch Bücher, die man kennt, also von Schriftstellern, die schon lange tot sind, gibt es hier. Und hier haben wir noch was entdeckt, also mal umdrehen. Das wird euch auch interessieren, nämlich dieses Ausgabeneinnahmenbuch. Einnahmen-Ausgabenbuch von 1951. Ja, also alles noch handschriftlich. Noch nichts mit Computer, aber seht ihr, 1951, kurz nach dem Krieg, also 5-6 Jahre nach dem Krieg. Ja, also man findet hier echt interessante Sachen. Man könnte natürlich hier vieles anschauen, aber dann wird man natürlich Stunden hier abhängen. Und hier ist auch ein altes Foto. Ja. Gut, also ich versuche jetzt mal noch den Zugang zu dem Gebäude gegenüber zu entdecken, zu finden. Also hier ist das Gebäude. Das ist auch neu, das ist eine Art Villa gewesen. Und da seht ihr den Durchgang. Den will ich finden. Der ist wahrscheinlich vom neuen Gebäude. Also ich bin hier im alten Gebäudeteil und ich filme jetzt mal den neuen Gebäudeteil. Das sieht man hier von oben sehr gut. Es ist viel Wasser auf dem Dach. So. Die Reise hat dort begonnen. Und unten ist das Verwaltungsgebäude, beziehungsweise die Verwaltung, wo ich am Anfang drin war. Und hier sind auch wahrscheinlich Zimmer gewesen. Von da sieht man oben ist der Durchgang. Ja. Das versuchen wir jetzt zu finden. Das ist eigentlich eine Art Villa. Das ist, klar, ist unterirdisch verbunden in der Klinik.
Das ist eigentlich kein Altbau, das ist eigentlich eine Villa. Und hier sind wir vorne aus der Tür raus. Und hier geht es ja in diesen, das Gebäude mit dem Übergang rein. Und hier ist erstmal die große Küche. So, und hier ist die große Küche. Ja, hier wurde gekocht fürs ganze Haus. Hier ist noch Knäckebrot, abgelaufen 2017. Wahrscheinlich wurde es damals auch geschlossen. Kühlkammern. Alte Gläser, Teller. Also hier sieht man wirklich interessante Sachen. Dekoartikel und so. Ja, hier geht es auch runter. Und hier ist Seife. So, jetzt gehe ich mal hoch zu dem Übergang. Schauen wir mal die Villa an, die andere Villa. Hier ist auch noch eine Mini-Küche. Und hier kam ja das Essen hoch. Und ja, hier ist der Speisesaal. Ja, hier ist auch die Treppe nach unten oder oben. Ja. Hier war der Speisesaal. Leider etwas ausgeräumt. Und jetzt geht es hier zu dem Übergang in diese andere Villa. Aber man sieht ja von außen, dass da Trainingsgeräte stehen. Also das benutzt für medizinische Anwendungen. Und hier ist nochmal diese Ärztevilla mit den ganzen tollen Möbeln. Da war wahrscheinlich früher der Chef, Eigentümer, der da gewohnt. Ja, das gebaut. So, hier geht's durch einen ganz langen Tunnel. Tja, alter Blattspanner. Schaut sich das Fenster an. So. Hier sind auch nur Zimmer. Zumindest hier, in diesem Stockwerk. Ja. Was interessant ist, sind diese Zimmer hier. Die Bäder. Also hier ist sogar noch der Teppich da. Und ja, große Dusche. Eigentlich richtig schön. Ja. Das ist noch nicht so alt. Groß und viel Platz. Genauso wie hier. Eigentlich so gemütliche Zimmer. Ja. Ja, hier ist auch eine Dusche. In dem Zimmer. Nicht ganz so schön, aber das wurde irgendwann neu gemacht. Also das ist noch nicht ganz so alt. Und der Teppich sieht auch gar nicht mehr so schlecht aus. Naja. Und vermutlich war hier der Bereich der modernste. Jetzt gehen wir mal nach unten. Da gab es eine kleine Planänderung. Ich bin erst nach oben gegangen. Aber
den ganzen Stockwerken nach oben sind wirklich nur Zimmer. Ja. Also es waren welche mit Feuerlöschern. Ja. Aktiv, ne? Wie immer. Aber es geht mit dem Vandalismus. Ist eigentlich sehr wenig. Auch hier sind auch nur Zimmer. Außer ganz unten. Beziehungsweise hier ist noch eine alte Truhe. Ganz unten ist ein Beauty, keine Ahnung, Studio und noch irgendwas. Aber das filme ich auch gleich. So, ich meine, das reicht jetzt. Es sieht hier überall mehr oder weniger gleich aus. Beziehungsweise, was haben wir hier? Ja, ein Doppelbett. Und hier sind etwas ältere Bäder. So, jetzt im Erdgeschoss. So, erstmal dieses Beauty-Studio, das wäre hier. Ja, also keine Ahnung, was hier gemacht wurde. Ich kenne mich da nicht aus, keine Ahnung, was das ist. Und, ja, nicht Bürsten. Ja, ich denke mal, das gehört dazu. Aber viel ließ sie nicht mehr. Also hier war vielleicht der Wartebereich. Das ist sowas in der Art. Und ja, dieser Zirkel, okay. Ja. Hier war vielleicht der Wartebereich. Und hier MBSD-Therapie, keine Ahnung, was das ist. Hier gibt es ja auch noch einen zweiten Eingang. Also hier sieht man diese Sportgeräte und so. Ja, mehr gibt es hier auch nicht zu sehen. Und das Schwimmbad haben wir noch nicht entdeckt. Also wir haben es ja entdeckt, aber keinen Zugang. Also vielleicht gibt es auch keinen. Vielleicht kommt man da wirklich nur über den Hof rein. Und genau das ist ja leider abgeschlossen. Aber man sollte nicht zu früh aufgeben. Ja.